Schalt das Video aus, schalt das Video aus. Ich weiß, dass diese Stimme in meinem Kopf recht hat, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich sitze wie gelähmt vor dem Computer, schaue ein Video von Wiska und dann noch eins und noch eins und noch eins. So vergehen nicht nur Stunden, sondern Tage und Wochen. Und da ist noch diese andere Stimme in meinem Kopf, die sagt, Lern für die Uni, was machst du denn, so fällst du durch alle Prüfungen. Ich höre die Stimme zwar, aber ich kann nicht nach ihr handeln. Eines Abends kommt meine Mutter in mein Zimmer und sagt, was ist denn los, Florian? Und das tut richtig weh im Herz, weil ich weiß natürlich, dass sie auch gemerkt hat, dass es mir nicht gut geht. Aber da ist wieder diese andere Stimme im Kopf, die sagt, ach, das nützt doch nichts, mit ihr zu reden, das ändert eh nichts. Also schaue ich sie nicht mal an, antworte ihr nicht, sondern hocke einfach auf meinem Stuhl, schaue nach vorne in den Bildschirm und schaue die Wiska-Videos. Und irgendwann geht meine Mutter dann wieder aus dem Zimmer. Ich stehe von meinem Stuhl auf, mache die Tür hinter ihr zu. Dann lege ich mich auf den kühlen Boden und denke mir, fuck, nichts macht mehr Spaß, nichts. Früher hat es wenigstens noch Spaß gemacht, diese Wiska-Videos zu schauen, aber heute macht gar nichts mehr Spaß. Ich schaffe es kaum, mich in mein Bett zu hieven. Und wenn ich ehrlich bin, Bruder, an diesem Abend wünsche ich mir am nächsten Tag gar nichts mehr aufzuwachen. Aber am nächsten Tag wache ich auf und ich denke mir, genug ist genug. Ich packe mir etwas zu essen und zu trinken ein, rufe meiner Mutter Tschüss und schwinge mich auf das Fahrrad. Ich fahre los, weiter, immer weiter und will gar nicht umkehren. Es ist ein schöner Tag, die Sonne kitzelt meine Haut und zum ersten Mal seit langem kann ich wieder mal ein paar klare Gedanken fassen. Und da habe ich es ganz klar im Kopf, ich kann es noch schaffen. Wenn ich jeden Tag 8 Stunden lerne, dann kann ich die Prüfung noch bestehen. Ich bremse abrupt, kehre um und am nächsten Tag stehe ich tatsächlich um 7 Uhr auf. Ich sitze mich vor den Computer, aber diesmal rufe ich nicht auf YouTube Wiska Barca auf, sondern ich öffne die Uni-Unterlagen und ich starre die Uni-Unterlagen an, auch wenn ich mich überhaupt nicht konzentrieren kann. 8 Stunden. Und am nächsten Tag wieder und wieder und wieder. Und weißt du was, Bruder, ich bestehe die Prüfung tatsächlich und kann endlich wieder mal auf 2 Monate zurückschauen, auf die ich verdammt, verdammt stolz bin.